2 Esslöffel Olivenöl, 1 kleine Zwiebel geschält, gehackt, 1 große Kartoffel geschält in Stücken, 1 Lauch, gehackt, Klammer auf, nur die weißen Teile, Klammer zu, 500 Gramm Maiskörner, 60 Gramm geräucherte Forelle, ohne Gräten, 11 Gemüsebrühe, 200 Gramm Sahne, Salz und Pfeffer, 120 Gramm geräucherte Forelle, in Stücken frischer Dill, erstens Öl in einem großen Topf erhitzen, zweite Zwiebel, Kartoffeln und Lauch andünsten, bis die Zwiebel weich ist. Dritter Mais, Forelle und Brühe, zugeben und die Suppe 15 Minuten köcheln lassen, dann pürieren. Vierte Sahne unterrühren. 5. Zum Kochen bringen und 5 Minuten köcheln. 6. Salzen und pfeffern. In einer Schüssel mit den Forellenstücken und dem Dill servieren.